Was sagen Eli und Adela zu der neuen Bachelorette? Die arme Schanne. Welche Promis verlieren in der Quarantäne langsam, aber sicher die Nerven? Und wie wohnt der Pegasus-Frontsänger Noah Veragut? Im Weekly gibt es die Antworten. Liebe Freunde von Trash TV, es ist wieder soweit. Bachelorette ist zurück mit einer neuen Staffel. Wir sagen die Bühne frei für die Schlager- und Musicalsängerin Chanel Wirsch. Die neue Bachelorette, das ist einfach das grösste Gefühl, das man haben kann. Ich bin mega stolz drauf. Ich meine, wer kann schon mal sagen, hey, ich bin die Bachelorette von der Schweiz gewesen? Zum Beispiel all deine Vorgängerinnen wie Frida, Jacqueline, Andrina, Eli oder Adela. Und genau die haben sich die erste Folge und natürlich auch dich, liebe Chanel, ganz genau unter die Lupe genommen. Das Gute ist natürlich, dass alle Männer gross sind. Chanel ist ja auch eine grosse Frau mit Kurven, was ich extrem sexy und weiblich finde und was sicher auch gut wird ankommen. Außerdem dunkt sie mir ein sehr fröhlicher und offener Mensch und das ist natürlich auch sehr wichtig. Ein Mühe kritischer ist da Eli. Ja, Chanel wird sicher wissen, wie sie sich vor der Kamera mal präsentieren. Sie kennt ja die Bühne schon, sie kennt die Kamera schon und das sieht man, merkt man ihr auch an. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie vielleicht für ein paar von diesen Jungs wie so extrovertiert ist oder vielleicht eher so der Best Friend könnte sein. Weil sie halt, ja, so eine Frohnatur ist und so Wörter wie krass, geil, cool und oh wow und so halt auch schon drin hat. Ja, gefällt dir gut. Sehr geil. Oh, Dennis, geil. Sehr geile Hüftschwung. Alle Geschenke. Hat einfach nicht so die Unnahbarkeit. Ja, mal so ein bisschen eine andere Bachelorette als die Bachelorette zuvor. Ja, Chanel ist sicher ein bisschen crazy Nudel, aber ich glaube, das passt auch gerade so zu der Gemütsverfassung, die wir momentan alle haben. Schließlich sind wir jetzt weg Corona, schon seit mehr als einem Monat zu Hause. Die Geduld, die lässt langsam nach. Kein Wunder, dass da beim einen oder anderen mal kurz die Sicherungen durchbrennen können. So passiert beim Einbestürmen beim Guillaume Wachau. Am Rande des Wahnsinns. Und auch die sonst so starke Michelle Hunziker hat offensichtlich zwischendurch ihre schwachen 5 Minuten. Nachdem die Moderatorin schon seit mehr als 2 Monaten in ihrem Haus in Bergamo mit der ganzen Familie festsitzt, kann man ihr das irgendwie auch nicht verübeln. Zwischenzeitlich scheint auch der Comedian Johnny Fischer in seinem Zuhause in Zug langsam aber sicher ein bisschen wahnsinnig zu werden. Zumindest tönt er das auf Instagram an und postet dazu das Video. Schon immer für skurrile Posts bekannt war, ist auch der Ex-Bachelor, der Vujo Gavritsch. Seit neuestem nimmt er jetzt aber auch noch sein Velo mit in die Badwanne. Immerhin nicht ganz nackt, dafür mit blondem Schopf, Sonnenbrille und rosa Badmantel. Und wenn wir gerade schon bei rosa sind, auch Daniela Katzenberger scheint sich zu langweilen. Warum sonst würde man so Videos posten? Okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a motherfucker in a house bored and I'm bored in a motherfucker in a house bored. Bored in a house, bored in a house, bored. Bored in a house, bored in a house, bored. Ich glaube auch wieder Steffi Buchli reißt langsam den Geduldsfaden. Nachdem sie sich letzte Woche den ganzen Kopf rasiert hat, macht sie jetzt das Rössli im Garten. Okay, sie vermisst halt 6 Leute, die eigentlich Anfangswoche gewesen wären. Ich fühle mit dir, liebe Steffi. Stichwort vermissen. Auch am Roger Federer fehlen offensichtlich seine Gegner. Um ein bisschen zu pläudern, geht er nämlich auf Insta mit dem Rafael Nadal live. Oder versucht es zumindest. Okay, we are waiting. Ah, finally! Are we in? Did we make it? Finally! My God! Oh! I don't know if it was you or me. How are you doing? It's sure myself. Me too. I went in and out
and in and out. I don't know how many times, but at the end, but you know, we made it. My God. We are old enough for all these things. No. Oh, God. You should have chosen a better guy. Die aktuelle Situation die bringt sogar den King Roger dazu, neue Sachen auszuprobieren. Ganz nach dem Motto, Hauptsache Zeit geht um. Und bevor ihr jetzt seht, wo und mit wem der Pegasus-Frontsänger Noah Beragut seine Quarantäne verbringt, wünsche ich euch schon mal ein ganz schönes Wochenende. Hebt noch ein bisschen durch, tünt euch kreativ auspowern und verliert vor allem die Nerven nicht. Wir schaffen das. Ja, daheim sein bedeutet für mich sicher Entspannung. Auch, ja. Ein bisschen gute Musik oder ein gutes Buch. Aber natürlich auch, wenn es Ayori hier ist, ist es für mich immer sehr beruhigend. Of course, it's right. Well, good food, good music, good wine, okay. And good company.